Hallo, ich habe die 9. Woche hinter mir und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich habe jetzt mittlerweile nämlich die 10 Kilo weg. Und das freut mich ungemein. Aber bevor ich in die Details gehe, erstmal der Plan von letzte Woche. Bitte sehr. Das habe ich mir alles vorgenommen letzte Woche. Ich habe natürlich, ich lasse die anderen Punkte weg, die ihr eh schon kennt. Ich habe eine Sache anders gemacht, nämlich Dienstag, Freitag und Sonntag wollte ich Sport machen. Und ich habe Dienstag, Freitag und Samstag Sport gemacht. Das habe ich einfach variiert, weil es nicht so gepasst hätte am Sonntag. Ansonsten habe ich das Ziel nicht erreicht, das ich mir vorgenommen habe, nämlich 2 Kilo wollte ich abnehmen, nämlich auf die 102,1 wollte ich runtergehen und das ist mir nicht ganz gelungen. Ich habe heute Morgen gewogen 103 Kilo und das sind insgesamt von letzter Woche abgenommen 1,2 Kilogramm. Das sind ganz knapp, habe ich jetzt ein Drittel geschafft von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar 100 Gramm habe ich verfehlt. Aber egal, das mache ich einfach nächste Woche. Das sind also insgesamt, seitdem ich angefangen habe abzunehmen, sind es 10,5 Kilo, die ich abgenommen habe. Und das nach 9 Wochen. Bin zufrieden. Ich werde mir in der nächsten Woche einfach vornehmen, nicht ganz so viel abzunehmen. Also 2 Kilo in der Woche schaffe ich anscheinend unter den Voraussetzungen, die ich mir gegeben habe, nicht so leicht. Deswegen werde ich das anders machen. Aber mehr dazu am Schluss vom Video. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe sportlich. Und das da hier ist die erste Runde. Das war dienstags, als ich da angefangen habe. Und am Dienstag, ich habe mittlerweile, wie ihr seht, vielleicht unten im Plan eine neue Runde. Also ich laufe jetzt immer zu diesem See. Und das ist echt eine tolle Runde. Das macht mir echt super Spaß. Das einzige Unterschied ist, dass es da sehr steil bergabwärts geht. Und dann, wenn ich unten angekommen bin, geht es steil wieder aufwärts. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe mir allerdings, habe mich selbst unter Druck gesetzt. Und habe einfach das Tempo erhöht und wollte einfach meinen Rekord von letztes Mal, nämlich die USO 120 oder eine Stunde und 20, wollte ich einfach unterbieten und wollte noch schneller laufen. Und das war ein Fehler. Also wie ihr seht, ist ein bisschen eingefärbt das Ganze. Ja? Das heißt, wenn es grün ist, dann bin ich von der, wie soll ich sagen, von meiner Wohlfühl, da bin ich im Wohlfühltempo. Wenn es rot ist, dann bin ich eher am Schnaufen, richtig am Schnaufen. Und orange ist eben in der aeroben Zone. Das seht ihr, das ist mir da nicht so arg gelungen. Ich war viel im roten Bereich. Mein nächster Lauf, donnerstags, habe ich den angegangen. Das seht ihr komplett rot. Da habe ich voll Gas gegeben. Ich wollte unbedingt diese Zeit unterbieten. Das lief auch voll gut. Runter zu's. Volle Kanne, schnell gewesen. Und Zeit gehabt von unter 7 Minuten in der Pace. Also unter 7 Minuten pro Kilometer. Und dann ging es aber am See, das ist der tiefste Punkt, wieder aufwärts. Und dann war bei mir dermaßen nichts mehr möglich, dass ich einfach gesagt habe, nee, das muss nicht sein. Und beim dritten Mal, nämlich am Samstag, da habe ich mir einfach Zeit nochmal und bin das Ganze langsam wieder angegangen, so wie es eigentlich sollte. Und da seht ihr nur ganz, ganz kurze rote Bereiche. Ansonsten alles orange und grün. Das heißt, mir ging es da echt sehr viel besser damit. Und hier kommen wir mal zum Punkt. Ich habe bei den anderen, über das ich heute reden will, bei den anderen beiden Rennen, die ich gemacht habe, oder Joggerrunde, die ich gemacht habe, habe ich mir einfach vorgenommen, schnell zu sein. Und das ist totaler Quatsch. Ich habe immer noch fast 20 Kilo Übergewicht. Und ich habe 20 Kilo Übergewicht. Und das bedeutet, dass ich da viel zu viel mit mir rumschleppe und eigentlich das geht voll gegen die Gelenke, wenn ich auf Geschwindigkeit gehe. Und vielleicht seid ihr auch versucht, immer euch zu toppen, von einer Woche oder von einem Tag auf den nächsten sogar zu toppen. Und das ist nicht notwendig. Ich habe mal geguckt, in meine schnelle Runde, wo ich laufe, bin die erste, zweite der Woche, da habe ich als einen durchschnittlichen Puls gehabt von 168 und das ist totaler Quatsch. Das heißt, ihr seid nicht in der Fettverbrennung, sondern die ganze Zeit im anaeroben Bereich und macht das nicht. Also ich habe mich jetzt zusammengerissen und ich werde mir auch diese Woche angehen, indem ich die Läufe einfach langsamer gestalte. Also ich will eher in der Fettverbrennung sein, dass meine Gelenke schone. Nehmt euch da mehr Zeit und ihr habt keinen Stress. Ey, wenn ihr jetzt noch mehr abnimmt, oder ich rede mal von mir, wenn ich noch mehr abnehme, dann habe ich es ja auch viel leichter, meine Rundezeit zu toppen. Die wäre von ganz allein schneller gehe. Mir ging es auch nach dem Samstaglauf echt super gut. Die anderen beiden Läufe, ich war da am Tag dann halt kaputt.
macht es nicht den Fehler, ja. Und ja, das war es eigentlich. Ich werde mir nächste Woche, für die Woche 10, Folgendes vornehmen. Bitte sehr. Mein Ziel kommende Woche ist, 101,5 Kilo am Ende zu wiegen. Und das wäre 1,5 Kilo abzunehmen in der Woche. Das sind jetzt nicht 2 Kilo, aber ich will es auch realistisch gestalten. In der letzten Woche ist mir das nicht gelungen, als 2 Kilo abzunehmen wie am Anfang. Deswegen probiere es mal somit auf der 1,5 Kilo. Der Rest soll so bleiben wie bisher. Ich verändere mal nichts diese Woche und versuche es wieder so durchzuziehen wie in der letzten Woche. Das ist mir echt super gut gelungen und bin ich absolut zufrieden damit. Also, viel Spaß beim Abnehmen und bis nächste Woche. Ciao.